Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das einen ziemlich peinlichen Ritt durch den Gemüsegarten, den Sie hier hinlegen. Wenn ich jetzt am Bildschirm sitzen würde oder oben auf der Empore, dann würde ich denken, das ist wieder typisch Politik. Sogar drei Tage nach einer solchen Bundestagswahl mit so Ergebnissen, mit so viel krachenden Niederlagen, mit einer erstarkten AfD, fällt Ihnen nichts Besseres ein, als sofort sich wieder gegenseitig auf die Schultern zu klopfen und sagen, wie toll Sie sind und wie toll Sie alles machen. Das ist unterirdisch. Aber ich muss mich auch wundern, liebe FDP, ich finde ja Ihr Thema wirklich sehr sinnvoll erwähnt und ich würde da gerne viel zu sagen. Aber ich muss mich schon ein bisschen wundern auch, weil wenn wir in den letzten Jahren beim Thema Olympia, beim Thema G20 und bei vielen anderen Themen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass der Senat die Menschen aus dem Blick verliert, dass es um das Wohl und Wehe der Menschen in Hamburg geht, dann war die AfD im Grunde die Marketingabteilung des Senates, gerade bei Olympia, die wirklich die Speerspitze, die FDP, die, ach so, Entschuldigung, nein, 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 die FDP, ich gucke Sie an. Sie waren die Speerspitze, im Grunde Olympische Spiele zu bewerben. Sie haben uns jedes Mal diffamiert, wenn wir im Grunde darauf hingewiesen haben, dass das an den Bedürfnissen der Menschen in dieser Stadt vorbei ist. Und deswegen frage ich mich, gibt es vielleicht jetzt eine Richtungsänderung bei Ihnen in Zukunft? Das könnte ja sein. Ich würde mich freuen, weil ich würde zum Beispiel gerne auch mal erleben, dass wir das Thema Armut auf die Agenda setzen und wir nicht von CDU und FDP sofort reflexhaft hören, dass doch eigentlich aber alles ganz toll ist. Und wir würden das Halbjahr das Glas ja immer nur halb leer sehen. Also, wie gesagt, ich reiche Ihnen gerne die Hand. Wenn Sie die soziale Gerechtigkeit entdecken, wenn Sie plötzlich das auch skandalös finden, dass der Bildungserfolg immer noch von der Herkunft abhängt. Ja, aber das haben Sie vor 6 Jahren ja anders gesagt. Das werfen Sie dem Bürgermeister vor. Aber Sie sind für das Zwei-Säulen-Modell. Und das Zwei-Säulen-Modell ist das zutiefst sozial ungerechte Bildungssystem. Lieber Andreas Dressel, Sie haben gesagt, die SPD hat einen gezielten Erststimmenwahlkampf gemacht. Das heißt ja, dass im Grunde selber schon einkalkuliert war, dass das mit den Zweitstimmen nicht so weit her sein kann. Sie haben ja im Grunde bewusst Schulz und Scholz im Regen stehen gelassen. Und das Ergebnis kennen wir ja. Sie tragen die Verantwortung wohl dann auch dafür. Ich finde, Sie machen sowieso hier so eine Ja-Aber-Strategie. Ja, der Bürgermeister hat sich entschuldigt bei G20. Gleichzeitig hat er zusammen mit Ihrer SPD-Fraktion unglaubliche Attacken auf unsere linke Bürgerschaftsfraktion geritten, was inakzeptabel ist, nach wie vor. Und ich möchte jetzt noch mal was zum Bürgermeister sagen, weil ich finde es natürlich richtig, dass er Verantwortung übernehmen muss. Ich möchte ihn zitieren. Er hat bei Anne Will Folgendes gesagt. Die SPD macht eine sehr sozialdemokratische Politik. Wer das Gegenteil behauptet, zerstört den politischen Frieden in Deutschland. Ich finde, dieses Zitat ist ohne Worte. Und wenn man sich davon wieder erholt, dann frage ich mich wirklich, wo ist der Bürgermeister eigentlich in dieser Stadt? Was hat er eigentlich für ein tiefes Misstrauen Menschen gegenüber, die eine andere Meinung haben? Er möchte gar nicht mehr den demokratischen, kontroversen Diskurs, sondern er setzt etwas, das ist so. Und wer was anderes behauptet, der lügt. Das war bei der Gewalt der Polizei bei G20 so. Das ist in seiner ganzen Politik der rote Faden. Und das ist vollkommen inakzeptabel. Und eins möchte ich noch mal dem Bürgermeister sagen. Sie regieren die Stadt wie Ihre eigene Partei, der Sie ja ins Stammbuch geschrieben hat, wer Führung bestellt, der bekommt sie auch. Das lässt sich die SPD leider gefallen, aber nicht die Hamburgerinnen und Hamburger. Und Sie haben die Quittung und die rote Karte dafür bekommen, bei Olympia, bei G20. Sie loben sich hier für Schulpolitik und für vieles mehr. Sie kriegen eine Volksinitiative nach der nächsten. Ja, der Senat ist nicht in der Lage, auszuverhandeln mit den Menschen in der Stadt, auch mit uns als Opposition. Sie machen eine schlechte Politik. Immer erst müssen die Bürgerinnen und Bürger sich zusammenraufen, müssen ehrenamtlich sich organisieren und machen Volksinitiativen gegen die Senatspolitik. Das ist kein gutes Regieren. Und eins noch zum Schluss. Ich erwarte, dass die SPD jetzt wirklich eine klare, sachliche Fehleranalyse macht und nicht sofort jetzt sagt, wir gehen in die Opposition und dadurch wird schon alles gut. Wir brauchen eine
eine sozialdemokratische SPD im Bund. Und dann können wir auch links der Mitte ein Bündnis schmieden gegen AfD und gegen Rechtsnationalisten.